Einen schönen Tag wünsche ich euch alle gut und für die, die mich nicht kennen, ich bin der Josef Kaiser und ich schreibe zu der Pujua Bischa, vor allem an Lützeburger Spruch und auch bei exklusiv nehmen bei den Edition Schortchen. Bis sie von mir herauskommen, drei Bücher. Das ist Prinzessin Charlotte, der das autobiografisch an das Erzählung von einem Buff, den Matkrit hat seine Schwester sexuell misshandelt wird vom Pap. Dann ein bisschen mehr etwas Lustiges. Pomi ist tot. Auch von dem Titel vielleicht ein bisschen ein Spoiler scheint zu sehen. Es könnte zu ein paar Revirementen an der Geschichte. Das erzählt aus der Sicht Alderem von einem kleinen Jungen. Der ist ja noch ein bisschen jung, 9 Jahre alt, ein kleines Tschachgenie, er fährt mit der Familie auf der Schule an Vakanz, aber wird nicht so geschehen, geschieht. Dann mein drittes Buch, der Mann, den immer lehrt, als Geschichte von einem Mann, den und allem an jeder Menge mit sich auszusetzen hat, an durch seine ganze Attitüde, also wie er mit seinem Mann schon umgeht, selber ganz fern an Labyrinthe kommt und irgendwann für alles das muss bezahlen, werden den anderen Leute mit seiner Erderweis mit ihnen nicht zu gehen, die das Leben lang angedauert wird. Ich habe das aber, für werde ich mich heute über das Video und ich finde, dann könnt ihr euch schon denken, die Librarien sind so, es gibt keine Lesungen aufgehalten und das ist auch so ganz schwer, die Leute besten zu vermitteln, von denen ein neues Buch geschrieben wird. Aber genau das geschieht. Mein neues Buch, als ich rauskomme, an den Tisch, passend zur Jahreszeit, gelieft nicht, wer Freio da verspricht. Mein Editor, den Edition Schortchen, mit der ganzen Equipe, dem Manuel Schortchen und dem Lena Schortchen, auf dieser Platz ein ganz großes Merci, dass sie dann diesen Zeiten ever fertig bringen, mein neues Buch rauszubringen, darüber sind sie immens froh. Und als kleine Merci will ich erst dabei alle Guten ein bisschen vorlesen aus meinem neuen Buch und ich ganz herzlich invitieren, mein neues Buch oder ein von meinen drei anderen, die ich schon geschrieben habe, bei den Edition Schortchen zu bestellen. Die kriegt das gratis heimgeliefert und ich meine, die hat viel Zeit, die sind eventuell daheim klasseniert und die könnt auch mal ein Buch lesen. Ich lese euch aus dem ersten Kapitel 4. Denn Arthur fährt um Velo durch den Park. Er ist ein großer, schwerer Mensch, mir auf seinem Gefühl sieht hier ganz leicht und gewirrig aus. Das tut Doma dazu dienen, dass er den extra Velo ist für groß und schwerer Menschen. Trotzdem hält die Konstruktion um eine Saison und da muss den Arthur ein neues bestellen. Meistens fällt er an der Wand da an den Dezember am 13. Mond. Weil so ein Velo als eine Welt da ja, an den Arthur investiert eigentlich lieber als ein Musiksanlage. Hier wohnt um Lampertsberg, an dem Haus zwischen denen zwei Residenzen. Das Käng seit umgebaut und hat einen anständigen Flat Terrain dabei. Hier will nicht verkaufen. Obwohl der Promoteur oder besser Promoteurin ihm zante Juren immer mehr offen machen. An der Garage steht doch kein Auto, mehr die 5 oder 6 Lechtvelohen, die hier für Ersatzstecker versucht. Letztes Jahr war ihm beim Bremsen Gäfel noch angebeten, der Rest vom Gefühl wäre aber noch gut. Ein anderer Velo hat der stabile Räder, die hier noch vielleicht auf diese Velo baut, wann er dann hält. Den 8 Uhr fährt durch den Park und es sieht leicht aus, auch weil hier nur die schweren Beine muss auf Pedale setzen und die Zahnräder darf vom selben drehen. Die richtige Rick weist du findest auch keinen Erfolg, an so manche Cyclist auf seinem sophistikierten E-Bike wundert sich, wenn hier mit Stuhl Scharu Lernsten zieht. Sein kräftig, fleischig Hen leihe Labor um Gidon. Es geht nur, dass hier an die richtige Richtung guckt, für das der Velo sei weh fand. Hier nach seiner dichtigen Erscheinung erwirkt auf seinem Velo noch ein bisschen mehr mächtig, wie ihn tatsächlich schon ist. Außer am Wand, wenn es schlimm gelehrt ist, wird hier ein ganz Jahr mit dem Velo abdärmigt. Er hat der Croix Rouge erlernt, bis auf einen von den Boulevards,
wohin ein Pandruf wird, der von einem erlen herrschaftlichen Haus absperrt und dann der Banne verschwindet. Klemme für die Boxenbeine haben ihr fest Platz an der Garderobe, gerade so wie der Velo-Helm und die Jacke. Ein kurzer Blick an den Spiegel und ein Kehr am Kamp durch die kurz geschnittenen Haare, fertig. Hofert aus ihm frier. Dann zieht er am ganzen Haus Trollöden rob, mischt Radio un und setzt Kaffee ab. Er mischt das mit ruhigen, bedächtigen Bewegungen. Kein Herz. Er kann sich den ganzen Tag andehlen, wie er will. Der Nachtür schafft er lang. An der Wunde lang. Eigentlich fanden Frauen hier alle gut ganz leif. Schon immer. Hier ging ein bisschen de Marlon Brando gleichen, hat ein Kehr ein Frau zu ihm gesucht. Das geht den meisten natürlich nicht durch. Für mich. Die paar Kehren, wo hier Brett gewärscht wäre für eine Zucht von zusammen, als am letzten Moment aber nicht dazu kommt. Ich fand dich ganz leif, aber ich will dich nicht als Freund verlieren. Oder ähnlich Floskeln wollten sich da müssen nun hören. Es geht jedenfalls nicht und auch Äußerlichkeiten, auch von seinem Geist als seiner Kraft, das könnte vermuten lassen. Hier uns zugucken die Leute hier, und er freut sich für wert. Mir das einfach nur seine Erscheinung, seine Präsenz, vielleicht sogar eine gewisse Aura, die von ihm ausgeht. Für die Frau richtig zu gefährden, ist er aber einfach zu viel leif, und es fehlt ihm, der ein bisschen lausbewelt sich, der ein bisschen geheimnisvoll, der ein bisschen wille Mann. Aber mittlerweile ist er gut installiert, als er mir lang. Am Tod von seiner Schwester, für ein paar Jahre, ist auch der letzte vor dem, den hier mit der Familie verbunden hat, gerass. Auch wenn er hat vermisst, der Rest von der Familie fehlt ihm nicht wirklich. Kompensation kommt über die Musik. Das Geld wird nicht an die Verlust gestartet, geht hin aus für seine Musiksanlage. Da, wo an der Durchschnittsfamilie die große Stufe Schärfen am Fernsehen steht, wird hin sein elektronische Apparate abgeriecht, sein Kabel verlöscht und die Parle replaciert. Penibel ausgeriecht am Stereo-Dreieck, agemus auf die Vorteil, die zentral auf der akustisch besten Platz vom Raum steht. Die schwere Betonsockel, den der Plattenspieler vom Boden entkoppelt, wird hier auf der Platz direkt auf den Chop gegossen. Hunderte von Vinylplatten sind exakt katalogisiert und in einer ganz speziellen Reihe völlig sortiert. Der CD-Player steht zwar daneben, aber für die ganz großen Momente von der Musikgeschichte muss es einfach Vinyl sein. An dem Sinn wäre Freak ein Licht in der Treibung, ein Euphemismus sonnengleich. Sein Büro am Haus im Boulevard liegt zwischen dem Rez-de-Chaussee an dem Keller. Die Fenster, überlängste Plafond, lassen genug Luft heran, ob schon eine opaque Folie verhindert, dass ich von außen herangucken kann. Denn Arthur geht an den Keller, die nächste Küche mit Dokumenten, das ist ein Hält eh bleibt noch mehreren, ledet an den Scanner, speichert man nun vom Dokument auf, kontrolliert die Qualität vom Scan, mischt ein Sicherheitskopie im zweiten Server, geht bei der Reißvorlauf und zerstört das Blatt, was gerade gescannt wird. Der Keller steht voll der Küste. Das ist das Archiv von der Drebenstadtbank. Von außen gesehen in dem Erlenhaus Neistun, just ein Messingsplack mit Bank Drebenstadt Bank. Die verrät, dass hier ein Geldinstitut sein Sitz wird, oder besser hat. Aber bis Dokumente all digitalisiert sind, geht Haus auch nicht mehr gebraucht. Das ist da ganz einfach dann vom Friedhelm von Drebenstadt seiner Bank. Ein ganz Reihe von Pflanzen kommen dem Haus schon löserlos immer mehr nach. Der Kontrakt mit der Gärtnerei ist reduziert. An der Pont für bei Garage Perth liegt nach Leer vom letzten Hirsch. Denn Arthur hat sein ganz Leben für das Bank geschafft. Dabei war gegen Ende vom operationellen Geschäft im Moment nicht klar, wie es mit ihm ging weitergehen. Die Obligation, das Archiv von der Bank nach Obmanns 10 Jahre zu erhalten, hat damit sich gebrüht, dass er als Einziger nach am Haus schafft. Wer hier durch sein Archiv erwischt über die Bank alles weiß, hat ihn an einer gewissen Form auch geschützt. Eigentlich weiß er sogar zu viel. Weil am Lauf von seiner Arbeit als Archivist könnt ihr eine ganze Reihe Sachen auf die Spur und er geht auch auf einmal von einem Geheimdienst angeschwert, die ein bisschen mehr wollen wissen über die Machenschaften von der Bank. Und mehr verraten sie sich noch nicht,
Wir invitieren dich nach ein paar bei den Edison Schortchen, mein Buch zu bestellen. Viel Freude beim Lesen.